Hallo zusammen und willkommen auf dem Perfect Top Kanal, den Kanal, den Sie verfolgen sollten, wenn Sie über Hightech-Neuheiten auf dem Laufenden bleiben wollen. Heute geht es wieder einmal los mit einer neuen Hightech Top 5 über die 5 besten Touchpads im Jahr 2023. Wenn euch diese Art von Videos gefällt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu klicken, um weiterhin die neuesten Videos zu erhalten. Sind Sie bereit für die besten Tablets auf dem Markt? Dann geht es los! Das Highlight dieses Tablets ist ein heller 14,6 Zoll Bildschirm, der sehr nützlich ist, um Filme oder die Lieblings-YouTube-Videos anzuschauen. Trotz dieses großen Bildschirms bleibt es dünn und leicht. Es ist ein leistungsstarkes Modell. Tatsächlich ist dieses Modell mit einem Snapdragon 8 Generation 1 Prozessor ausgestattet. Unter Android ist dies eine der besten verfügbaren Ausstattungen, da sie es zum einen ermöglicht, jede Software mit maximaler Leistung laufen zu lassen. Außerdem wird der Snapdragon Prozessor nur von Apple M1 Chip übertroffen. Die Touchscreen-Schnittstelle ist hochwertig und hat eine Schnellladefunktion. Aber man muss das passende Ladegerät haben. Sein Stylus wird mitgeliefert, was nicht immer der Fall ist. Aber für dieses Modell muss das andere Zubehör separat gekauft werden, wie zum Beispiel die Magnettastatur. Für die Videofilmer und Fotografen unter Ihnen ist sie dank der umfassenden Foto- und Videokomponente sehr nützlich. Es verfügt insbesondere über ein Werkzeug zur Fotobearbeitung. Wenn es Ihnen gefällt, sollten Sie beachten, dass der Preis mit 1299 Euro recht hoch ist. Es ist also nicht die erschwinglichste Option in unserer Auswahl, aber dennoch ein sehr hochwertiges Produkt. Xiaomi ist auf dem Smartphone-Markt sehr präsent, während es auf dem Tablet-Markt bislang eher unauffällig blieb. Bis heute. Der größte Vorteil dieses Modells ist, dass es ein Premium-Erlebnis zu einem sehr erschwinglichen Preis bietet. Es ist um die 400 Euro herum zu finden. Im 16:10 Format hat es ein ordentliches Design und besteht aus einer gelungenen Aluminiumkonstruktion. Der Bildschirm ist 11 Zoll groß und hat eine 120 Hz Kompatibilität. Das ist für diesen Preis sehr selten. Dieses Modell verwendet einen Snapdragon 860 und hat einen leistungsstarken Chip, der besonders gut für Spiele geeignet ist. Sein Bildschirm ist sehr gut kalibriert, es hat eine gute Akkulaufzeit sowie eine gute Leistung. Man hat die Möglichkeit, einen Stylus zu verwenden, muss diesen aber zusätzlich kaufen. Seine einzige Schwäche ist die feste Bildwiederholrate und der nicht allzu erweiterbare Speicherplatz. Trotzdem bietet Xiaomi ein sehr gutes Gerät, vor allem für einen kleinen Geldbeutel. Dieses iPad der 10. Generation bietet ein neues Design, wechselt zu USB-C und bietet einen neuen Platz für die Frontkameramodul, um eine optimierte Darstellung zu ermöglichen. Für diesen Tablet-PC, der vor Apps und Widgets nur so strotzt, müssen Sie etwas mehr als 500 Euro einkalkulieren. Das macht seine tägliche Nutzung zu einem echten Vergnügen. Es hat einen Apple A14 Bionic Chip und je nach gewählter Version 64 oder 256 GB Speicherplatz. Seine Akkulaufzeit ist sehr interessant und es hat ein 120 Watt Ladegerät, das mitgeliefert wird, sodass es sehr schnell aufgeladen werden kann. Der 10,9 Zoll LCD-Bildschirm hat eine sehr gute Helligkeit von 501 CD pro Quadratmeter und ist für den täglichen Gebrauch gut kalibriert. Diese Investition wird lange halten und Sie glücklich machen. Dieses Mittelklasse-Modell ist um sein Zubehör herum konzipiert und gegliedert. So lässt es sich leicht von einem klassischen Tablet auf einen PC oder sogar auf eine Grafiktablett umstellen. Ein weiterer Pluspunkt ist die bislang beste Leistung unter Android. Außerdem hat es ein sehr gutes OLED-Panel und 120 Hz. Die einzige Schwachstelle ist eine sehr kurze Akkulaufzeit. Es ist jedoch ein mehr als vollständiges Produkt, das für alle Zwecke geeignet sein sollte. Mit diesem neuen Modell ist es Apple gelungen, sein kleines Gerät vom Rest seiner Tablet-Palette zu unterscheiden. Und lassen Sie sich nicht vom Äußeren täuschen. Trotz seiner geringen Größe ist es ein sehr leistungsfähiges Gerät. Es hat 64 GB und kostet um die 550 Euro. Es ist ideal für Menschen, die sich nicht mit zu großen oder schweren Geräten belasten möchten. Es ist nicht unbedingt die beste Wahl für Profis, die ein größeres Panel bevorzugen, aber ist immer noch interessant und kann trotzdem zum Zeichnen, Lesen oder für Foto- und Videoprojekte verwendet werden. So. Das war's für heute. Und ja, wir sind schon am Ende dieser Top-Liste angekommen. Die Links zu den einzelnen Produkten findet ihr in der Beschreibung unten. Vergesst nicht, auf den kleinen Daumen nach oben zu klicken, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal für eine neue Hightech Top 5. Ciao, ciao.